Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play WoW Dragonflight. Beim letzten Mal eine Menge Zeit Tohuwabohu, Chromie, Nostormu, Murosond, Murlocs, das volle Programm und heute, wenn wir uns mal umdrehen, scheint es genauso weiterzugehen. Aber genau das wollen wir ja auch, wenn wir mit den Bronzenen unterwegs sind, oder? Chromie, was macht die Kunst? Sind wir bei Tschüss oder Hallo? Ich verliere den Überblick. Ja, das weiß ich auch nie so genau. Es ist an der Zeit. Eternus mag in dieser Blase wie eingefroren aussehen, aber sie kämpft mit all ihrer Macht, um sich zu befreien. Sind wir bei Hallo oder Tschüss? Zeitfixierte Zeitwanderer. Ich bin so froh, dass ihr hier seid. Ihr müsst die Lage hier auf den Plattformen für mich stabilisieren, während Dante und Sera mir helfen, unsere ewige Drachenfreundin festzuhalten. Die Sicherheitsvorkehrungen des Tempels haben Eternus in eine Stasisblase gesperrt, als sie versuchte, die Kontrolle über unseren Schwurstein zu erlangen. Unglücklicherweise wurden einige der anderen Zeitwanderer ebenfalls von diesen Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Mit eurem Zeitwandererstab solltet ihr sie problemlos befreien können. Kümmert euch nur um die wütenden Zeitlinge, die dabei auftauchen. Die Zeitlinge. Wie schön, euch zu sehen. Das machen wir. Risse in der Zeit. Als der Tempel verschlossen wurde, sind die Wächter ebenfalls eingeschlossen worden. Wenn wir sie rausholen wollen, müssen wir die Stasisblase platzen lassen. Dafür braucht ihr leider einen vollständig ermächtigten Zeitwandererstab. Oh, ich weiß, ihr könnt Energie aus den Kristallen hier auf der Plattform ziehen. Das sollte eurem Stab genug Wumms verleihen. Die Kristalle haben selbst Stasisfelder, also reißt sie einfach heraus und absorbiert ihre Energie mit eurem Stab. Und keine Sorge, falls sie zerbrechen. Die Kraft wohnt ihnen weiter inne, selbst wenn sie in Stücken sind. Ich benötige ebenfalls eure Unterstützung. Yo, what? Wo ist er? Da hinten? Ah ja, Dante, schau mal, mit seinem kleinen Sandlaser dort hinten. Voll süß. Heute rettet er das Sanktum der Bronzenen und morgen bestrahlt er ein paar Jeanshosen für coole Muster. So viele Bücher, so wenig Zeit. Kausalitäten unter Kontrolle bringen. Die Ewigen haben die Zeitenergien zur Aggressivität gezwungen. Das ist nicht gut. Bitte tötet alle Zeitelementare, die ihr seht, während ihr Botschafterin Chronormu helft. Ich bleibe hier und helfe dabei, Eternus zu halten. Ihr keine Sorge, Botschafterin Chronormu. Der Champion ist mehr als geeignet für diese Aufgabe. Jawohl. Aber sagt sie gar nichts zu, ne? Ich weiß, so wie früher auch schon. Oh. Oder in der Zukunft. Oder gerade jetzt. Wie auch immer. Ich weiß. Ach, guck. Das ist ja toll. Dachte, sie ist so beschäftigt. Und was macht ihr beiden da drüben eigentlich? Ich glaube, euch sollen wir noch gar nicht sehen. Kann das sein? Warum stehen die da jetzt so? Oder steht auch nochmal Chromie? Ja, ich glaube... ich glaube, die blenden wir mal gekonnt aus an dieser Stelle. Ja, schlimmer als eine riesige Zeitblase wären natürlich nur zwei riesige Zeitblasen. Dann müssten wir SpongeBob anrufen. Die Nummer habe ich leider nicht. Dementsprechend müssen wir das Problem selber lösen und das bedeutet, es gibt mal wieder schön auf die Fresse und, was sollen wir sagen, die Zeiten drehen natürlich durch. Spannend hier jetzt beim Sanktum der Bronzenen in der Nähe des Schwursteins. Bei den Schwingen des Todes. Ich habe eine Zukunft unaufhaltsamer Draktür gesehen, die vom Licht erfüllt sind. Na, das war aber ganz bestimmt eine andere Zeitlinie, oder? Oder nicht unsere Zukunft, Junge? Der Leak einfach, let's go, WoW 15.0, die Rache der Lichtdraktür. Und Abflug. Ja, natürlich auch wieder total unverdächtig, dass diese Verteidigungsmaßnahmen hier alles und jeden ergreifen. Na? Falls hier irgendwer Scheiße baut, egal ob von den Bronzenen, den Ewigen oder sonst wem, wird einfach alles kaputt gewämst. Alles wird erstmal in Stase gepackt. Setz deren Stab einfach bei den Splittern ein. Wie ich den da wirklich draufhalte, so böp. Das ist ja geil, wie wenn man draußen mit so einem Detektor irgendwelche alten Münzen in einem Feld sucht oder so. Böp, so, hat hingehauen, wunderschön. Ja, und das heißt natürlich, selbst die Verteidigungsmaßnahmen der Bronzenen sind total chaotisch, ja. Selbst da haben sie nicht so richtig die Kontrolle drüber. Oder sollen die gar nicht haben, Falls doch einer der Bronzenen Lust hat, das Ganze zu hinterfragen und hier dran rumzudoktorn. Dann haben wir vielleicht hier auch mit Verteidigungsmaßnahmen zu tun, die dann letztendlich die Ordnung in jeder Form bewahren sollen.
Ja, ich glaube aber, es ist eher diese Chaos-Komponente, also überall jetzt wieder mit den Titanen und der wahre Weg und die Bewahrung der Ordnung, also vielleicht haben die auch irgendwo mal nicht ihre ordnenden und schützenden Finger im Spiel und ich glaube, das hier ist einfach ein gutes Beispiel dafür, dass das Chaos, das wir da unten bereits hatten, hier oben auch große Wellen schlägt und die Ewigen natürlich auch Gefahren und Möglichkeiten mit in den Kessel werfen, der hier die direkte Verteidigung und eine sinnige Maßnahme null und nichtig macht, weil du eben nicht weißt, was wird als nächstes passieren, wer kommt durch das nächste Portal und da ist das hier, glaube ich, eher der Gipfel von dieser Eskalation, als dann irgendwie eine titanische Verteidigungsmaßnahme, die dann auch die Bronzenen mit lahmlegt, sollten die irgendwie wieder mal zu viel hinterfragen und die Ordnung nicht mehr ehren. Heilige Erdenmutter, sagte die Kollegin gerade, ich bin endlich von dieser schrecklichen Zeitlinie befreit. Alles war voller Gold, Sprengstoff und Goblin-Politikern. Junge, Gallivix als oberste Inkarnation von Azeroth. Let's go, hier ist noch eine Taurendame. Bah, ich habe nur eine weitere Zukunft gesehen, in welcher Häuptling Bluthuf gefangen genommen wird. Immerhin hat sie keine gesehen, wo Bane auf den Treppen von Shadowlands rumsitzen muss. In Oribos, das wäre echt eine schlimme Zukunftsvision. Der Arme, von den Hämorrhoiden, die er sich damals eingefangen hat, da leidet er heute noch, ne? Scheiße. Und wer bist du? Krizik. Wow, ich habe meine Zukunft gesehen. Mein Urenkel heiratet eine Nachtelfe und ihre Kinder haben unglaubliche Ohren. Okay, neue kulturelle Vermischungen hier am Start. Nicht schlecht, ich meine, es geht im Kosmos um Einigkeit. Wir haben Halbelfenzwillinge beispielsweise. Oder Halborks wie Garona. Oder Rexa zum Beispiel als Mok Natal. Viele erhoffen sich auch von Talisra und Lortemar, die ja jetzt geheiratet haben, dass da vielleicht auch irgendwas Neues entsteht. Eine Art neue, mächtige Wesenheit. Ein paar niedliche Kinder vor allem. Irgendwie Nachtgeborene und Blutelfen zusammen. Mal sehen, was Blizzard so zurechtdoktort. Und dann haben die einen eben ihre Kinder im Arm und die anderen ihre blühenden Hämorrhoiden. Ha? Bane. Das wird trotzdem ein schönes Hochzeitsfoto. Mach dir nichts draus und so. Okay, wer bist du? Hab Dank. Entschuldigt mich. Ich muss meine Schwester finden und mich für etwas entschuldigen, das ich in einer alternativen Zeitlinie getan habe. Oh no. Da ist sie schön mit dem Mann von der Schwester in die Kiste, ne? Oh, und dann kamen ganz viele kleine Hämorrhoiden raus. Es ist wirklich kein leichtes Schicksal, hier bei den Zeitwanderern zu arbeiten, Leute. Diese Überschneidungen, die würden mich, glaube ich, auch ziemlich körre machen. Und das merken wir ja auch jedes Mal, wenn wir mit Chromie interagieren haben. So, die nächste, Zuma, die Verkleidete. Danke, mein Körper war in dieser Blase, aber mein Verstand steckte in den dunkelsten Tagen meiner Vergangenheit fest. Oh, da kam der Schlafparalyse-Dämon vorbei, wa? Scheiße, aber wie viele auch wirklich? Also, die Verteidigungsanlage, die müsste vielleicht auch dann nochmal nach all dem richtig kalibriert werden, hä? Wenn das jedes Mal so passiert, imagine, hier fliegt einfach eine Mücke rein oder so im Hochsommer, zack. Alle in Blasen gefangen, Junge. Ab in die Mückenzeitlinie. Bei den Loa. Wir nehmen uns das Land hier. Okay, Herr Starre Eber. Ich wollte gerade was vorlesen. Wie unhöflich. Bei den Loa. Ich war wieder in meiner Zeit als Lehrer angekommen. Hatte ganz vergessen, wie anstrengend das war. Oh, Shoutout an unsere Lehrerbubble. Ja, dann doch lieber hier in irgendwelchen Blasen gefangen sein und von Zeitelementaren vermöbelt werden, als nochmal die Hausaufgaben zu kontrollieren. Scheiße. Und noch einen Kultiraner haben wir. Den Schreiber, also zumindest. Endlich frei. Ich habe Visionen meines Lebens nach dem Tod dort drin gesehen. Ich habe Ewigkeiten gebraucht, um mich für einen Pakt zu entscheiden. Der Bruder hatte die volle Shadowlands-Gönnung. Na, waren wir doch mit Bane und der Treppe gar nicht so weit weg heute von der mehr oder weniger Realität hier, ja? Und der Bruder sieht zwar aus wie ein Kultiraner, aber man kann sich hier nie ganz sicher sein. Wer ist jetzt nur ein Drache in Antlitzgestalt? Er hat sich hier generell ein bisschen bequem gemacht. Obacht ist geboten, Leute. In Shadowlands haben wir immer gesagt, jeder könnte ein Schreckenslord sein. Und hier, wer weiß, wer nicht gleich Flügel bekommt. Wenn wir an Kalek und den Tuska-Geschichtsstrang denken, also da war ja doch das Element der Überraschung mit dabei. Ich will zu meinen Büchern zurück. Ja, fühle ich. Ne? Wir sind einfach Nerds. Ich will WoW zocken, er will ein bisschen lesen. Stattdessen muss er hier die ganze Zeit im Strahl kotzen, Mann. Belastend. Ausgezeichnete Arbeit.
Normalerweise halte ich nichts davon, Zeit totzuschlagen, aber heute ist eine Ausnahme. Ich werde mich in meine Bücher vertiefen. Zeit totzuschlagen, weil wir die Elemente getötet haben. Ich hasse es hier so sehr. Genauso sehr, wie ich es liebe. Ich sehe uns wieder. Oh. Ich hab's gesehen. Wir haben sogar noch einen Kristall vergessen. Dann holen wir den erstmal. Ich war so fixiert auf die schönen Geschichten, die die Kollegen erzählen. Guck mal. Das war ja einfach nur fantastisch, was sie hier alles mit reingemimt haben. Aber na klar, der zweite große Kristall, der fehlt noch. Aber auch nett, dass wir das alles einfach kaputt machen dürfen, ne? Wir haben den Segen von Chromie, nicht in Form von einem fetten Buff, sondern im Sinne von, ja, haut mal kaputt hier den ganzen Scheiß. Wenn der nicht so mitmacht, wie wir das wollen, rums. Keine Sorge, wir können die Kristalle ersetzen. Ja, bestimmt. Glaube ich. Wollte ich sagen, das klang sehr überzeugend jetzt. Ja, ja, machen wir neu, wir bauen größer, schöner, weiter, ja. Müssen wir uns keinen Kopf machen, sondern mal ran hier. Auch mein Umhang ist ein bisschen zu lange in der Kälte gewesen, oder was? Guck mal. Der ist richtig steif gefroren hier. Da brauche ich mal ein bisschen Weichspüler. Muss mal einer aus Pandaria was Schönes rüberschicken hier. Mit Kirschblütenduft oder sowas. Zeitfixierter Zeitwanderer. Es hat funktioniert. Ich bin nicht überrascht. Jedenfalls nicht allzu sehr. Und Risse in der Zeit. Ausgezeichnete Arbeit. Damit solltet ihr mehr als genug Zeitenergie haben, um die Wächter zu befreien. Das einstige und zukünftige Team. Alles klar. Zerstören wir die Stasisblase um die Tempeltüren herum und befreien wir unsere Wächter. Seid ihr bereit für ein gewaltiges Tauziehen gegen die Zeit selbst? Zieht an der Blase an der Tür, wie zuvor an den Kristallen. Aber nehmt euch in Acht. Die freigesetzte Zeitenergie wird sich gewiss sammeln und euch angreifen. Ich weiß nicht genau, was euch erwartet. Aber immerhin werden die befreiten Wächter an eurer Seite kämpfen. Was auch geschieht. Viel Glück, Birbine. Wir werden Eternus hier halten, während ihr die Wächter befreit. Ja. Meine Stärke steht euch zur Verfügung, Chromomu. Jo. Ich bin vielleicht noch keine richtige Zeitwanderin, aber ich bin stark genug, um zu helfen. Süß. Zusammen sollten wir mächtig genug sein. Full Anime. Vergebene Mühe. Ich kenne alle Versionen der Zukunft. Wir werden siegreich sein. Nein, ich glaube an uns. Und ihr werdet nicht die Zeitwege zerstören. Tja, da hören wir's. Ansage. Aber toll, dass sie auch die ganze Zeit mitgehört hat und auch mitreden kann. Aber lieber die Schnauze gehalten, ne? Einfach hoffen, dass irgendwer was Geheimes ausplaudert. Das wird schon passen. Dieses Portal hier übrigens. Chromie, wir sind gleich wieder da, ne? Nur ein kurzer Zeitsprung, du kennst das. Die Primalisten rüsten sich für einen Angriff auf den temporalen Konflux. Yes. Sie dürften keinen Zugang zum Zeitportal erlangen. Dieses Portal... Ihre Elementarportale. Sie wollen diese Portale nutzen, um ein Monster auf uns loszulassen. Bringt uns... Seid vorsichtig. Sag mal. Durch den Sturm ist es im Tal bitter kalt geworden. Ihr müsst Wege finden, um euch warm zu halten. Aha. Okay, dankeschön für die nette Erklärung. Ja, das ist die Zukunft der Primalisten. Also ein Zeitstrang, wo die Primalisten gewonnen haben. Darum ist ja auch alles total vereist. Hier ist sicherlich dann Vyranos einmal rübergekachelt, wo wir beim letzten Mal über Zeitlinienchaos, mögliche Zukünfte und vieles mehr gesprochen haben. Also, wenn die Primalisten gewonnen hätten, dann wäre die Welt tatsächlich wieder im elementaren Ursprung gelandet, wenn man so möchte. Und dann hätten wir eine ganz andere Form von Chaos gehabt, ne? Auch hier keine Spur, keine Notiz, kein irgendwas von den Elementarfürsten. Vielleicht wären die Primalisten dann so ermächtigt gewesen, dass sie die einfach aufgefressen hätten. Man weiß es nicht genau, aber auch hier ein Blick in eine chaotische Version einer Zukunft, die wir glücklicherweise im Rahmen von Dragonflight verhindern konnten. Aber haben sie im Rahmen dessen, was wir hier auch während dieser Questel dahin so kennengelernt haben, finde ich ganz cool umgesetzt und uns da echt nochmal ein nettes Feature und eine sehr wilde Zukunft präsentiert. So, ich musste meinen Stab benutzen, oder nicht? Bei der großen Zeitblase, aber bei der, die den Tempel umgibt, ne? Nicht bei unserer Kollegin hier. Sondern wir sollten hier oben einmal schauen. Ja, auch eine der geilsten Türen, die wohl hier designt wurden in WoW, ja? Was ein Portal. Wir ziehen wieder. Jawohl, ziehen wir mit unserem Detektor. Zieht weiter. Wir sind endlich frei. Erschlagt diese Monstrosität und erobert den Tempel zurück. Kolossale Kausalität, aber die hauen das Vieh gerade selber schon kaputt. Wie heftig sind die Wächter denn?
Junge, kein Wunder, dass wir die direkt befreien sollten. Die haben da einmal draufgehauen, 10% Leben. Wer kann ich hier mit in Raid nehmen oder in der Arena? Ich fürchte, nein. Aber da ist sie weg. Die Kausalität. Sehr cool finde ich übrigens auch diese Sandanimation, dieses Fließende. Haben sie, finde ich, auch in Dragonflight je nach Schwarm echt gut hinbekommen. So die einzelnen Magieaffinitäten, ne, und deren Umsetzung. Nice one. Passt auf euch auf da draußen. Das ist der zweitgrößte Zeitelementar, den ich je gesehen habe. Ich hätte heute meine Selfie-Kamera mitnehmen sollen. Macht nichts. Ich werde diesen Moment einfach an meinem nächsten freien Tag nochmal besuchen. Ich wusste, ihr taucht irgendwann auf. Ja, dann nimmt man ein bisschen Arbeit mit nach Hause, hm? Ich hätte nie gedacht, dass ich unseren Tempel einmal retten würde, indem ich jene Sicherheitsmechanismen zerstöre, die ihn schützen sollen. Aber sei es drum. Nachdem wir die Zeitelementare nun vernichtet haben, unsere Zeitwanderer befreit sind und unsere Wächter bereitstehen, wird es endlich Zeit, die letzte Stasisblase zu zerstören und uns um Eternus zu kümmern. Lasst mich wissen, wenn ihr bereit seid. Ich weiß, dass mit euch an meiner Seite nichts schief gehen kann. Oh. Wie schön, euch zu sehen. Okay, let's fetz. Yo, schön das Kamehameha. Das macht ihr nicht! Junge! Kompletter Crash einfach. Und sie sind weg. Meine Vision kam zu spät. Sie haben einen Tunnel in die Zeit gerissen und taumeln durch die endlosen Möglichkeiten. Ihr müsst sie finden und auf den rechten Kurs bringen, bevor das ganze Gewebe der Realität zerreißt. Ja, das klingt nach einer netten Mission für uns. Jetzt haben wir also noch ein paar Portale mehr und einen noch größeren Zeitriss, den Chromie mit diesem netten Crash verursacht hat. Aber der Schwurstein steht noch. Ist das nicht toll, Nostormu? Unsere letzte Begegnung oder unsere erste? Der nie endende Countdown. Eternus und Chromie sind durch Raum und Zeit gefallen. Wir müssen sie zurückbringen, koste es, was es wolle. Die Zukunft wird ihren vorbestimmten Weg gehen. Zeitmanagement heißt dieser Kampagnenteil. Oh boy. Sturz durch die Zeit. Als die Magie der Bronzenen mit der Ewigen kollidierte, beförderte sie Chronormu und Eternus in einen unkontrollierten Sturz durch die Zeit. Während sie fallen, zerreißen sie das Gewebe der Zeit selbst und senden zahllose Wellen durch Raum und Zeit. Wir müssen sie aufspüren und zurückholen. Nur so können wir weitere Schäden vermeiden. Ich sehe, dass ihr Chronormus Fall beenden werdet. Ich würde euch bitten, die Verbündeten zu versammeln, die ihr braucht, um Chronormu zu retten. Ich werde mich unterdessen auf ihre Magie konzentrieren. Ein andermal, vielleicht. Okay. Die haben sich direkt mal abgewendet, oder was? Was ist da denn los? Die haben schon gesehen, was hier passiert ist, oder? Jetzt aber erstmal ein paar Bücher lesen am Lagerfeuer. Chromie wird das schon im Griff haben. Ja, ja. Müssen wir uns gar keine Sorgen machen. So ein Sturz durch die Zeit. Als würde das irgendwie eskalieren können, ha? Huh? Seid gegrüßt. Wir müssen uns an unseren Schwur halten und die Pfade der Zeit bewahren. Nostormu erbittet eure Anwesenheit. Ich bin sofort da. Ja, das ist ja nett. Möge euch die Zeit hold sein. Ey, Mann, ist schon süß, dass wir die jetzt versammeln. Aber dass das nicht selbstverständlich ist bei so einer Katastrophe, das ist irgendwie auch ein bisschen merkwürdig. Naja. So viele Bücher, so wenig Zeit. Tante Junge, in der Zeit verloren zu sein, das würde ich nicht mal den ewigen Drachen wünschen. Nostormu erbittet eure Anwesenheit. Ihr wisst natürlich. Ja, natürlich. Siehste. Na gut, es ist ja auch... Oh, er wollte... kurz vergessen, wo Nostormu eigentlich steht. Ehre. Letztendlich ist das bei den Bronzenen vielleicht so ein Ding, ne? Dass man erstmal wartet, bis der die Nostormu sagt, so Leute, die Kacke ist wirklich am Dampfen, ich brauche euch. Und es geht ja um Zeit. Also selbst wenn du dich verspätest, dann spulst du halt nochmal zurück, ne? Also so gesehen, dank ihrer Kräfte, sind sie vielleicht sogar vor uns da gewesen und haben die Quest angenommen. Und ich bin dann der Letzte, weißt du? Das könnte auch sein. Scheiße. Ich bin der, der hier Kacke baut. Ja?
Ich kann helfen. Crowby, ich kann nicht fassen, was passiert ist. Und deswegen streiche ich jetzt diese Kisten. Bitte zu Nostormu. Ich? Gut. Bin dran. Oh. Okay. Das ist wieder was anderes. Sie hat einfach nicht mal damit gerechnet, dass sie wichtig genug sein könnte für diese Mission. Okay. Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Die habe ich ehrlicherweise nicht in Betracht gezogen. Aber hier sind wir und retten dir. Es gibt nur eine wahre Zeitlinie. Es haben sich alle versammelt. Konzentriere. Ich habe einen Zeitpunkt lokalisiert, an dem wir Chronormo finden könnten. Sorry, Dormi. Ihr müsst das Zeitportal von der anderen Seite offen halten. Meine Vision zeigte mir nicht viel. Ich konnte nur Feuer, Eis und Chaos sehen. Sorgt euch nicht. Ich kümmere mich darum. Sera, ihr kommt mit mir. Jawohl, Kommandant. Tschüss. Ah ja, die springen jetzt da drüben rein. Okay, have fun. Bleibt offen für das, was euch erwartet. Wenn wir schnell handeln, können wir sie vielleicht auffangen. Manche Ereignisse sind unabwendbar. In die Zukunft. Ich habe Chronormo und Eternos Spur in eine potenzielle Zukunft verfolgt. Ich weiß nicht, was ihr dort finden werdet, nur dass sie dunkel und chaotisch ist. Soridormi hat einige unserer Zeitwanderer vorweg in diese Zukunft gebracht, um unsere Verbindung zu dieser Zeit aufrechtzuerhalten. Ihre beträchtliche Macht wird benötigt, um das Portal offen zu halten. Sie wird sich also auf eure Hilfe verlassen müssen. Soridormi kann euch weitere Anweisungen geben, wenn ihr sie aufsucht. Beeilt euch, Birbine. Findet Chronormu. Ich hatte for real in Erinnerung, dass das Portal dann nur für dieses Event auf Max-Level wichtig war, aber das war tatsächlich schon Teil von dieser Quest. Ihr balanciert auf dem Grat des Schicksals. Na guck mal. Gut, dass wir das gerade nochmal spielen, ne? Hälfte schon vergessen von Dragonflight, let's go. Temporalabstimmung. Chronormo und Eternus fallen durch die Zeit. Aber ich spüre, dass wir hin und wieder anhalten. Diese kurzen Momente sind unsere Gelegenheit, sie zu finden. Nostormu beschwört einen kleinen Chronokristall herbei. Ich habe diesen Kristall mit meiner Macht sowie meiner eigenen Zeitresonanz erfüllt. Sie sind an eine beunruhigende potenzielle Zukunft geraten. Findet sie und nutzt ihn. Hoffentlich könnt ihr damit ihre temporale Position fixieren, bevor sie uns wieder entgleiten. Der eine Pfad muss gewahrt bleiben. Okay, dann dürfen wir da doch nochmal rein. Ja, hat sich ja Zeit. Kurz. Richtig. Gelohnt. Die Bronzen machen sehr seltsame Redepausen, das verwirrt mich heute aber. Junge. Hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt, dass wir vorhin schon mal drüber gesprochen haben. Sind wohl jetzt nämlich vorbereitet, sage ich. In der Zeit verloren zu sein, ja. Ich werde mich in meine Bücher vertiefen. Das wünschen wir keinem. Auch das mit den Büchern nicht, Freunde. Ich würde sagen, wir haben ein bisschen Zeit. Die nutzen wir für eine gedankliche Pause, bevor wir uns dann nochmal in die komplett verrückte Eskalation begeben. Also bisher war es ja sowieso schon eskalativ, aber jetzt, in der Zeit verloren, das scheint ja auch vom O-Ton her schlimmer zu sein als alles, was wir bisher anstand. Dürfen also gespannt sein. Bis dahin. Macht es gut, danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!